Sie ist weggesperrt worden, ohne Gerichtsverhandlung und ohne Verbrechen. Er hat einen Doc-Film über sein Land gemacht, der zensuriert worden ist. Sie denken jetzt sicher an, da geht es um Fälle aus der Türkei oder aus Russland. Aber nein, es geht um Fälle aus der Schweiz. Ursula Biondi aus Zürich, die als 17-Jährige schwanger war und wegen dem weggesperrt worden ist, administrativ verwahrt. Der Daniel Mona, ein Journalist aus Lausanne, dem sein Doc-Film über die Schweiz zensuriert worden ist. Die Menschenrechte sind nicht selbstverständlich, auch nicht in der Schweiz. Und die Menschenrechte sind auch nicht nur in Russland und der Türkei politischen Angriff ausgesetzt, sondern eben auch in der Schweiz. Wir brauchen Ihre Hilfe, um in Erinnerung zu rufen, wie kostbar die Menschenrechte sind und wie wichtig für alle von uns. Raconter l'histoire de personnes qui savent ce que cela signifie avoir leurs droits fondamentaux violés, qui savent que les droits humains, finalement, ce n'est pas juste un concept théorique, mais qu'au contraire, ils nous accompagnent dans notre quotidien et qu'ils nous concernent finalement toutes et tous. Et c'est pourquoi nous allons à la rencontre de ces personnes à travers la Suisse. Dans le canton de Fribourg, Fabienne Biasio, célèbre photo-reporter lucernois, et moi-même avons interviewé M. Pascal Falsi. Pascal Falsi qui, suite à un accident, s'est vu surveiller, suivi par un détective privé mandaté par une assurance. Grâce à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, la Suisse doit désormais se doter de bases légales suffisantes pour ce type de surveillance. «Mein Recht, meine Geschichte» heissen die bewegenden Porträts aus der Schweiz. Wir werden insgesamt 9 von diesen Porträts produzieren. Mit Ihrer Hilfe können wir die Porträts in der ganzen Schweiz sichtbar machen. Sie werden online zur Verfügung stehen, aber auch in Form von mobilen Ausstellungen, die wir in der ganzen Schweiz zeigen wollen. Und die Ausstellung produzieren wir auf Französisch, auf Italienisch und auf Deutsch. Mit diesem Projekt stellen wir den Angriff auf unseren Menschenrechtsschutz Sensibilisierung entgegen. Jeder Beitrag stärkt das Bewusstsein, dass die Menschenrechte ein ganz wichtiger Schutzfaktor sind. Und jede Spende ist ein Zeichen, dass wir uns unsere Menschenrechte nicht nehmen lassen. Danke für Ihre Unterstützung.